Hallo Jörg Fuhrmann hier. Schöne Grüße aus Stein am Rhein, dem abendlichen Stein am Rhein. Also, es ist ein Kampf um Bewusstsein, in dem wir uns aktuell befinden, auch wenn das vielleicht noch nicht eben klar ist. Was ist damit gemeint? Es geht darum, nicht mehr alles blind zu fressen und nicht mehr blind zu vertrauen auf die guten Eltern. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Ja, vieles kann die guten Eltern ersetzen. Das können Politiker sein, das können Firmen sein, das können Trends sein, das kann alles Mögliche sein, was vom Kollektiv auch wie so ein Schwamm aufgesogen wird und was man einfach macht. Und wie gesagt, eine große Angst von Menschen ist ja nicht mehr dazuzugehören, ausgestoßen zu werden. Und das passiert ja momentan vielen selbstdenkenden, kritischen Menschen. Und viele haben einfach Angst davor, ja, auch in der Familie, im Freundeskreis komisch angeguckt zu werden und so weiter. Und das ist einfach jetzt mal eine Einladung, dieses Risiko einzugehen und anzufangen, selbst zu denken. Sich vielleicht eine zweite Meinung zu holen, kritische Standpunkte einzunehmen zu dem, was dir vielleicht auch selber allgemein hin als normal oder richtig erscheint, vielleicht mal das Gegenteil anzuschauen oder auch gerade den Gegenpol dazu reinzunehmen, wo du sagen würdest, das ist ganz sicher das Gute und dafür stehe ich und das ist das absolut Richtige. Vielleicht auch dazu. Und ja, alles, was so von oben aufoktroyiert wird, wenn man jetzt mal so in die Geschichte denkt, wo man immer gesagt hat, das ist gut, das ist gesund, das ist immer gut, auch so auf dein Bauchgefühl mal zu hören, nicht nur auf die präsentierten Fakten, weil Studien sind ja bekanntlich geduldig, beziehungsweise Papier ist geduldig, und bei Studien ist das einfach so eine Sache, immer auch eine Frage der Finanzierung, ja, wer ist da eingesetzt von wem und welches Ergebnis sollte dabei rauskommen, ja. Wenn das eben so finanzierte Studien sind, steht das nämlich vorher schon fest oftmals. Und dann ist eben halt die Frage, was ist eigentlich das Ziel dieser Studie gewesen? Und da erinnere ich einfach nur mal an so Sachen, wie man früher die Atomwaffentests in der Wüste gemacht hat, wo die Leute alle in Kinosesseln da gesessen haben, sich das angeguckt haben, bis hin zu die Werbeslogans DDT is good for me oder Contagan, die Zigarettenindustrie, die jeden kaputt geklagt hat bis in die 70er, 80er, der gesagt hat, dass es irgendwie schädlich sein könnte zu rauchen. Ja, und ja, das kannst du weiter fortführen. Atomindustrie und jetzt Mobilfunkindustrie. Und natürlich kannst du alles blind mitnehmen, was dir angeboten wird. Aber du könntest auch mal einfach mal dein eigenes Wohl in den Vordergrund stellen. Und bestimmte Dinge einfach mal in Frage stellen. Und nur weil es alle so machen, heißt das noch lange nicht, dass gut ist. Die Masse wählt nämlich meistens das Falsche. Leider. So, und in diesem Sinne könntest du vielleicht mal schauen, was der radikale Gegenpol ist zu dem, was du bis dato gemacht hast. Die, die das eh schon machen, die wissen jetzt, was gemeint ist. Und alle anderen wird es wahrscheinlich sowieso nicht interessieren. Aber das interessiert mich jetzt auch mal einfach nicht. So, in diesem Sinne, schöne Grüße von der Veranda von Jörg Fuhrmann. Tschüss.